Ich möchte mich mit dem Thema Schärfentiefe befassen. Ich habe eine kleine Bildserie vorbereitet und werde die mal öffnen. Ich habe absichtlich das Format RAW gewählt. Es erlaubt mir, alle Bilder eigentlich gleichzeitig zu sehen. Auf der linken Seite in der Darstellung sehe ich die Miniaturen der verschiedenen Bilder und klicke jetzt mal da ins erste Bild rein. Sehe, das Bild ist generell fokussiert auf die Mittelfigur. Es wirkt recht unscharf, das heißt, es hat eine sehr geringe Schärfentiefe. Rechts sehe ich die Blende aktuell 2,8, das heißt, es ist eine sehr große Blendenöffnung und die Belichtungszeit. Wenn ich jetzt die Bilder hier durchklicke, kann ich sehen, es ändert die Blendenöffnung und die Belichtungszeit. Ich mache das mit Pfeiltasten nach unten, komme jetzt immer in den Bereich von noch kleineren Blendenöffnungen und jetzt, das sehe ich hier, bin ich bei Blende 32, das ist die kleinste Blendenöffnung bei diesem Objektiv. Gehe nochmal zurück nach oben, Blende total offen oder so weit als möglich geschlossen. Das ist der Unterschied, ganz offene Blende, ganz geschlossene Blende. Dieser Effekt kann gewünscht sein oder auch nicht. In einem weiteren Movie werde ich zeigen, dass man gewünschte Unschärfe respektive Schärfentiefe im Photoshop eliminieren kann.